So, da sind wir wieder. Und wie ich bereits am Ende der letzten Folge sagte, habe ich mich nochmal offscreen ein bisschen umgeguckt. Und keine 2 Minuten später, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, bin ich über diesen toten Flusspiraten hier gestolpert. Den habe ich das letzte Mal wohl übersehen. Mal sehen, was er dabei hat. Oh. Torvalsche Wasserstiefel. Ein silbernes Emblem. Fellfetzen, eine Dukate und ein paar Silbertaler und ein Entermesser. Nein, die wollte ich nicht anziehen. Was? Ardolf trägt auch Schnürstiefel, Forgrim trägt Wanderstiefel, dann kann Forgrim ja. Oh, die Lederbeinschienen, die kann ich zu Ardolf geben und die Stiefel zu Forgrim. Nein, kann ich nicht, die Stiefel belegen nämlich. Was? Blöderweise auch die den Beinschienenplatz. Ja. Das ist blöd allerdings. So. Schade, dann werden die wohl verkauft werden müssen. Und ein Bären habe ich wieder genug. Gut. Ardo wollte ich die anlegen, dass er etwas mehr Schutz hat. Ja. Ich muss allgemein mal Schultern kaufen noch. Oder die anderen. Für Ardo und Forgrim. Und das zweite, auf was ich gestoßen bin, ich bin ja dort drüben einen Baum hochgeklettert, weil ich gedacht habe, dass sich die Sumpfranze, eine Sumpfranze vielleicht auf einem Baum versteckt. Und habe dann hier den Baum hier entdeckt und bin mal hochgegangen. Und tatsächlich, Moment, gehen wir mal hier hoch. Bin ich hier auf eine große Sumpfranze gestoßen. Es ist also tatsächlich. Oh, sogar ein Quest. Es ist also tatsächlich eine, so wie bei Sternenschweif, dass es hier eine Sumpfranze gibt. Und zwar sitzt die hier oben auf dem Baum. Eine der verwandelten Sumpfranzen hat nicht versucht, mich zu attackieren. Ob sie früher mal ein Mensch gewesen ist? Mit dem richtigen Heilmittel könnte ich ihr vielleicht ihre alte Gestalt wiedergeben. Die Sumpfranze hockt brav auf einem Baum und Baum im versumpften Garten nördlich des Piratenlager in der Nähe des Morgendornstrauchs und wartet. Also wie ich mir wirklich gedacht habe, in dem Gebiet sind ja viele Sumpfranzen rumgerannt wegen des Baumes. Also ist hier tatsächlich eine, für die wir das Heilmittel brauchen. Mit Hilfe des Rezepts habe ich mir eine mächtigere Form des Heilmittels gebaut. Ach ja, erst das hier. Das Heilmittel habe ich zwar, aber ein daran gehefteter Zettel informiert darüber, dass es nur Wirkung bei denen hat, die sich am Morgendorn gestochen haben, aber die Verwandlung in ein quiekendes Fellbündel noch nicht hinter sich haben. Der armen Sumpfranze kann das Mittel also nicht helfen. Okay, das ist einfach nur ein Gegengift gegen das Gift des Morgendorns. Das, was wir jetzt gebaut haben, ist jetzt zum Zurückverwandeln. Mit dem verbesserten Heilkrank kann ich nur zurück zur Sumpfranze. Hoffentlich hockt sie immer noch auf demselben Baum. Und da hockt sie auch wirklich. Na dann gucken wir mal, was wir mit ihr anstehen können. Die Sumpfranze blickt interessiert auf die Flasche mit dem Heilmittel, als ob sie genau wüsste, um was es sich handelt. Ja, wir haben ja nichts anderes mit dem Heilmittel vor und wenn das wirklich ein Mensch war, sollten wir ihm helfen. Also geben wir ihr das Heilmittel. Hier, trink. Pause. Was soll das jetzt? Ein Oger? Okay, das trifft's gut. Was ist das? Die Sumpfranze wird ein Oger. Und dankbar noch dazu, ich muss kämpfen. Super, jetzt stehen wir hier. Die Pose sieht sehr schmerzhaft aus. Und wie schmerzhaft die aussieht. Weg. Stampft der hier rum. Jetzt können wir ihn angreifen. Attacke! Ja. Also geben wir ihm mal ordentlich Zunder. Ja, das war schon mal ordentlich Zunder. Gehen wir ihm gleich noch ein bisschen mehr hinterher. Na? Wir hatten ja schon mal einen Oger. Deswegen sollten wir
den nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber er hat schon zwei Wunden. Also nochmal noch drei Stück und der ist K.O. Noch zwei. Aua. Noch eine Wunde. Gut, ja? Wieder in die Pause gehen. Bei meiner Treu. Ja. Ja. Ei. Achtung. Scharfschütze macht jetzt zum Glück Wunden. Und das hat Volkrim auf die Bretter geschickt. Es ist überstanden. Das war ein ehrenwerter Kampf. Das war ein Satz mit X, hat Volkrim gerade gesagt, oder? Ja, das war wohl nichts. Okay, wir haben das Sumpfranz, die Sumpfranze, den tollen Oger besiegt. Mal gucken, was hat er dabei. Davon kann Feieris das meiste tragen. Also die Bärenzähne, Wildschweine und das Wolfsfell und den einfachen Verband und die Ogerkeule, die nehme ich mal. Das war keine nette Überraschung, ganz ehrlich. Das war schlimm. Interessant. Ihr führt auch Experimente durch. Offenbar mit fatalen Ergebnissen. Und da wirft man mir Skrupellosigkeit vor. Der schon wieder. Also langsam finde ich ihn nervig. Und der sagt, wir wären skrupellos. Er ist für den Tod von Elfen und Amazonen verantwortlich. Wir haben nur einen Oger getötet, dem wir eigentlich helfen wollten. Ich weigere mich, mit euch zu reden, Uhren zu halten, lalala. Nein, wir sagen wirklich, ich wollte doch nur helfen, ich bin nicht so wie ihr. Ihr habt den Oger von seiner Dummheit erlöst. Das ist wahrlich inspirierendes Verhalten. Ich werde mich nun wieder meinen Forschungen über den intelligenten Geist zuwenden. Der ist Druide. Er ist nervig eher. Naja, gut. Soll er verschwinden. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Okay, das war die erste Haltestelle. Da fällt mir gerade ein. Na? Wir haben niemanden, der genügend Magiekunde hat, die Rezeptteile zu identifizieren. Also müssen wir nachher Koano kurz in die Gruppe nehmen. Obwohl. Ich glaube, ich steigere mal meine Magiekunde höher. Auf 10. So. Gut. Dann mache ich das in Zukunft mit dem Identifizieren. 10 dürfte hoffentlich reichen, wenn wir jetzt die letzten Teile des Rezeptes finden. Also gleich mal zur bosparadischen Ruine. Da darf Ardo sie die auch mal besichtigen. Nebenbei, was ich mal kurz gucken will. Er hat ein Ferdocker Wappenschild. Ja. Der hat ein Kurkuma Amazonenschild. Das sagt seine Attacke. Ja. Ardos Attacke. Okay, dann sollte Volkrim lieber das Wappenschild nehmen und wir geben Ardo das Amazonenschild. So. Das ist, glaube ich, so rum besser. Ja. Wenn nicht, dann tauschen wir es wieder zurück. Weil Ardo trifft ja irgendwie ein bisschen selten für meinen Geschmack. So, da sind wir wieder in dieser tollen Ruine. Auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz auf die... Was? Karte. Ich denke mal... Hier haben wir einen Teil des Rezepts gefunden. Hier haben wir, glaube ich, irgendwo eins gefunden. Und hier drüben, glaube ich, auch irgendwo. Ich glaube, hier oben... Ich gucke mich erstmal unten um. Weil ich habe so das Gefühl, dass drei Stück hier oben waren. Die anderen zwei wahrscheinlich unten sind. Auch wenn ich in Gefahr laufe. Ich mache mal schnell einen Quick Save. Nach dem Oger habe ich keine Lust drauf, gleich wieder hier irgendwo zu verrecken. Bei Gargoyles oder so. Deswegen mache ich schnell einen Quick Save und dann gucken wir uns weiter um.
Ah, die finsteren Dämonenstatuen, die zum Glück kaputt sind. Warum stellen Boss, haben Boss Parana sowas nur aufgestellt? Das ist furchtbar. Ich glaube, es ist wirklich gut, dass das Bosparanische Reich gefallen ist vor 1000 Jahren. Ach, nebenbei, wenn wir schon bei Jahreszählung sind, im Augenblick, wer die Schicksalsklinge kennt, ist die andere Heldengruppe gerade auf der Suche nach der Schicksalsklinge in der Region von Torval. Das spielt also zur selben Zeit. Ist eine nette Hintergrundinformation eigentlich. So, jetzt kommen wir in das tolle Becken der Belebung, in das ich nicht unbedingt rein will, weil hier so viele Gargoyle-Statuen eigentlich stehen. Und davon erwachen 6 zum Leben. Du bist ein Starker, du bist ein Starker, ein Schwacher, ein Mittelstarker, noch ein Mittelstarker und noch ein Starker. Dann alle erstmal auf den Starken. Ich gleich mal einen Kugelblitz auf den da. Ja. Angriff! Ja. Für den Kaiser! Ja. Sanyasa! Dann mal los. Okay, die drei gehen auf mich los. Das ist weniger schön, aber wenigstens habe ich ein Sumus-Schild, den ich anschmeißen kann. Und Feieris, die mich heilen kann. Wow, der erste ist schon tot. Sehr gut. Und dann Thorgrim. Mach mal für mich. Guck mal nicht mal drum, dass der da mich in Ruhe lässt. Ja. Ardo kümmert sich weiter um den. Und Feieris. Feieris hat jetzt definitiv genug Ausdauer, um ordentlich damit Schaden zu machen mit ihren Pfeilen. Und Ardus Ausdauer ist auch ziemlich hoch und steigt auch wieder ziemlich schnell. Auf wen ich auch immer den Kugelblitz gerade gemacht habe. Naja. Meine Kugelblitze gewinnen langsam auch an Wucht. Aber ich sterbe gerade, gleich merke ich gerade. So. Das war der letzte. Dann kann Thorgrim ja mal hier Sandstein einsammeln. Und eine magische Waffe. Brandsalbe kann er mal darunter tun. Okay, ein Stein, wieder so eine steinerne Stachelkeule. Okay, dann gucken wir uns mal kurz hier unten um. In dieser Halle der Verwandlung habe ich damals nichts gefunden. Und in diesem großen Saal hier mit den vielen Gargoyles habe ich mich auch damals nicht richtig umgeguckt. Weil ich Schiss hatte, dass da noch mehr zum Leben erwachen und mich töten wollen. Deswegen gucken wir uns jetzt erst einmal hier wieder seitlich in der Kammer um, wo die... Da waren, glaube ich, damals Gruftasseln drin. Ich hoffe ja nicht, dass hier jetzt gleich wieder Gargoyles runterhüpfen. Genau, hier rein. Zu früh gefreut. Ja. Für den Kaiser. Wenigstens. Sag mir bitte nicht, dass die alle im Spawn sind hier unten.